Hallo Leute und herzlich willkommen zu King of Retail, heute zurück. Ich würde sagen, wir laufen nicht dran herum und gehen direkt in den nächsten Tag. Ja, und Leute, wie ihr seht, hier hinten ist ein bisschen mehr ausgebaut jetzt. Plus, hier haben wir jetzt einen Lagerraum. Ich weiß gerade, ich kann hier das Pult hier noch platzieren. Hier geht das noch? Ja, natürlich geht das noch. Das Ding ist, ich habe jetzt geguckt, dass mit den Mitarbeitern, da müssen wir wirklich einfach warten. Also da müssen wir halt wirklich einfach warten, bis das irgendwann mal wird. Und ich hoffe, das dauert nicht mal allzu lange, weil sonst würde es mal auch ein bisschen abfacken. Aber naja, was will man machen? Okay, Leute, komm schon, das reicht noch. Wir machen die noch fertig, genau. Okay, vielleicht ist es jetzt zu spät. Ja, klar, wir hängen noch an der Tür fest. Timon. Nope. Ja, zum Kotzen. Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall schon wieder ziemlich viele neue Lebensmittel hier geholt. Lebensmittel und ich will... Ach, Digga. Ey, ich kann nicht wieder allen gleichzeitig helfen. Ich glaube, wir werden nie einen YouTuber einstellen können. Oder ich komme zu gar nichts. Die fragen mich alle die ganze Zeit. Ich brauche wieder einen neuen Mitarbeiter, sonst geht das wieder nicht. Aber ich würde halt gerne jetzt erstmal einen YouTuber einstellen, aber irgendwie kommen die einfach nicht auf die Liste. Manchmal habe ich die Liste auch aktiviert, weil die muss man nämlich auch im Bearbeitungsmenü halt dann aktivieren, logischerweise, sonst kommen die natürlich nicht. Aber irgendwie kommen die trotzdem nicht, Alter. Das Ding ist auch, hallo, der beruhigt dich, die in der Klasse hatte ein bisschen zu tun, Alter. Alge ist komplett ausgeverkauft gewesen. Ja, moin, Alter. Wir haben jetzt schon wieder 8000. Scheiße, Mann. Bruder, es ist so schlimm. Bruder, was ist mit dir? Ey, Bruder. Oh mein Gott. Es fragen mich drei Leute gleichzeitig. Vier. Ui. Ich komme hier nicht mal mehr raus. Ja, was soll ich denn machen, Diggi? Ey, es sind zu viele Leute, ey. Bruder, was ist das denn? Digga, was ist das denn? Schon wieder... Was? Es kommen hier wieder alle rein, Alter. Es sind viel zu viele, Leute. Es tun... Leute, also ja, was soll ich dazu noch sagen, ey? Bruder, jetzt ist der eine hier schon pisst, Alter. Ich kann auch nichts für, Mann. Bruder, es reicht auch mal, okay? Ey, finally Feierabend, ey. Sollen auch unbedingt eine zweite Kasse aufmachen. Wir müssen jetzt dann fast einen Kredit aufnehmen. Sonst geht das hier nicht. Alter, guck mal, es ist alles leer. Ich glaube, ich habe meine Sachen noch gar nicht alles ganz ausgepackt. Das sollte ich vielleicht noch ganz kurz machen. Digga, wir haben 23.000. Was ist das denn? Ja, moin. Oh, doch, wir haben alles ausgepackt. Okay. Scheiße, Mann. Digga, das geht hier ja so ab. Krank. Also, wirklich krank. Bitte. Bitte ein YouTuber. Was für Koch, Alter. Oh mein Gott. Es kann nicht sein. Es kann nicht wahr sein. Hä? Mit wem bin ich denn jetzt im Vorstellungsgespräch, Alter? Der kann noch gar nichts. Wer ist das denn? Hä? $2 pro Stunde? Oh. Wer ist das? Hä? Ich kann ihn aber auch nicht anstellen. Das war gerade sehr komisch. Ich bin so dumm wie so... Ich bin sehr dumm, ja. Ich bin so dumm. Ich habe jetzt niemanden eingestellt. Das wird morgen, beziehungsweise gleich für euch, so ein Horrortag. 7000 erstmal Artikel bestellen. Alles klar, Digga. Ich glaube, morgen wird unser Laden platzen. Ich vergrößere den jetzt mal noch ein bisschen. Und dann starten wir in den nächsten Tag. So, jetzt haben wir hier zumindest mal ein bisschen mehr Platz, damit man hier auch wieder durchlaufen kann. Und dann die Kasse. Ja, eigentlich machen sie kurz eine Pause. Weil die Kasse habe ich mir jetzt überlegt, dass wir die ein bisschen verschieben. Vielleicht mehr nach hier. Dann kaufen wir uns auch noch eine zweite Kasse. Ich weiß doch gar nicht, haben wir genug Geld? Ne, haben wir nicht. Okay. Dann warten wir erstmal noch. Und dann, ja, werden wir die zweite Kasse. Ich habe, glaube ich, habe ich Artikel neu bestellt? Ist auch so traurig. Hier haben wir gar keinen Tisch oder so. Aber wir haben sie nachbestellt. Okay. Okay, Leute, warte, wir müssen jetzt eine neue Kasse kaufen. Weil irgendwie die Leute, die kommen alle, die können gar nicht mehr zahlen zum Teil. Und das, ups. Wäre dann wohl zu schade, ne? Und alle fragen auch wieder, oh mein Gott. Alter, wir müssen noch unbedingt jemanden einstellen, der sich um die Leute hier kümmert. Das geht einfach so nicht weiter. Ich kann diese Sachen nicht auffüllen. Ich kann auch die Sachen gar nicht mehr auspacken. Und dann ist es sowieso scheiße. Bruder, guck, die meckert jetzt hier auch schon wieder wegen der Kasse. Ich glaube, ich gehe gleich an die Kasse. Aber ich muss noch Sachen auspacken und ich muss noch Sachen einräumen hier. Ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür. Oh Gott, ich habe, glaube ich, eine Five-Head-Idee, damit die Leute hier nicht mehr abhauen. Wenn die Kasse voll ist, machen wir jetzt hier... so offen. Und dann gehen die Leute an diese Kasse und immer wenn die dann da sind, halt dann pfeifen die. Weil sie halt bedient werden wollen, ja. Gut, jetzt kommen die aber alle zu mir, ne?
So Leute, wir haben auch wieder Feierabend. Okay, dann müssen wir jetzt dann gucken, damit wir einen neuen Mitarbeiter einstellen können. Das wäre schon echt nötig, ey. Wir haben jetzt wieder 14.000. Haben wir einen YouTuber dabei? Leider kein YouTuber. Wir stellen jetzt diesen Typen hier an. Verkauf. Oh mein Gott, der ist so gut im Verkauf. Kasse? Okay, ja auch ziemlich. Wiederbeschaffung, okay. Positives Merkmal. Dankbar. Oh, das ist aber Ehre. Oh, aber das ist schon guten Lohn, ne? Oh mein Gott, das ist der beste Job aller Zeiten, ja. Das ist natürlich auch gut, wenn die das so weiter erzählen, ne? Und dann denken sie so, ja, Digga, also ganz ehrlich, Digga, ich war super dort. Und dann gehen die auch, empfehlen die das weiter, you know. Und dann kommen vielleicht die YouTuber endlich mal auf die Idee, was wollte ich sagen? Kommen die YouTuber auch endlich mal auf die Idee, irgendetwas zu bewerben für mein Büro hier. Links, keine Ahnung, Alter, scheiße. Dann morgen. So Leute, heute sind keine neuen Bewerbungen reingekommen. Es ist halt jetzt wirklich der zweite Tag. Wieso habe ich? Ich habe ganz normal Abend gemacht. Ah, alles klar, Digga. Auf jeden Fall, wie gesagt, heute ist halt für mich ein neuer Tag. Weil gestern, ja, war dann auch ein bisschen chaotisch. Wir haben dann gegessen, dann sind wir noch weggegangen und so. Und irgendwie am Abend habe ich dann gestreamt und so. Und naja, auf jeden Fall geht es jetzt weiter für euch. Und da wir jetzt hier so einen fetten Laden haben und immer noch fast 7.000 haben, hab mir gedacht, wir machen hier einfach neue Regale hin. Aber ich überlege mir gerade, wollen wir... Oh mein Gott, warte, ich habe eine Idee. Wir machen hier Lebensmittel, Reinigung. Also ja gut, ist eigentlich scheißegal. Aber egal, wir nehmen jetzt hier diese Dings, weil die sind so ein bisschen anders. Also wisst ihr, was ich meine? Diese anderen Möbelstücke. Das sind eigentlich keine Möbelstücke, glaube ich. Aber egal. Auf jeden Fall machen wir dann hier so, dass hier so der Ausgang ist. Stehen, versteht ihr? Und dann ist das halt hier so wie abgeriegelt. Und hier kommt dann so Klopapier hin und so anderen Shit. Leider müssen wir aber dafür hier diese Alkoholthekenbar irgendwie wegnehmen. Digga, was ist das denn? Bruder, ich bin zu unfähig. Okay, wir machen übrigens hier Dario. Du machst hier Verkauf, genau. Er geht an den Verkauf, Lilly ist an der Kasse und ich packe dann so ein bisschen aus und restocke das Ganze immer so ein bisschen, weil, naja, keine Ahnung, das ist halt so mein Grind. Brudi, sie läuft einfach durch. Wie auch direkt wieder ein Regal vor dem beim Ladeneingang steht, direkt vor der Fresse der Leute. Aber egal, eigentlich will ich jetzt hier so ein bisschen absperren. Oh, Dario, oh scheiße, jetzt muss ich auch helfen. Bruder, der Typ. Scheiße, ich hab verkackt. Ich lasse es lieber Dario machen. Oh, er hat es sogar richtig gut gemacht. Bruder, du musst warten, bis Dario wieder ready ist. Okay, ich muss helfen. Stellt euch vor, ich wäre jetzt schon wieder alleine gewesen. Was hätte ich denn machen sollen? Ich hätte wieder gar keinen Plan gehabt. Ich sollte auch jetzt dann endlich mal mit Restocken beginnen. Ich gehe mal ganz kurz hier mal gucken. Wir sollen auch mal einen richtigen Pausenraum machen für unsere Leute. Perfekt, das Lager ist wieder voll. Wir müssen auch immer wieder gucken, dass Alge hier wieder aufgefüllt wird, weil guck mal, Alge war schon wieder fast alles weg. Auch hier das vegane Zeugs, Alter, das ist gesetzlos. Seit Unge hier war, geht alles weg. Crazy, crazy. Leute, ich mache mal ganz kurz dieses Regal hier umstellen. Dann würde ich das gerne hier haben. Okay, dann ist es dann ein bisschen scheiße, warte mal. Ey, unser Typ ist voll gut, den wieder. Alter, Dario geht voll ab. Bei ihm stand zwar auch, dass er mal in der Tierhandlung gearbeitet hat, von daher müsst ihr schon ein bisschen Ahnung haben, wie man mit Kunden umgeht. Aber die können da immer noch durch. Das will ich ja eigentlich verhindern. Auch wenn ich das hier noch so hinmache, können die noch durch. Aber ich weiß, wie die nicht mehr durch können. Warte mal. Scheiße, das haben wir hier doch. Wir haben hier genug Platz. Die können jetzt hier zwar noch rein, um hier ihre Sachen zu holen, aber sie können nicht mehr durch. Das ist sehr gut. So, Dario, es ist time to shine. Komm, hol dir die Kundin. Hier können wir auch 4 Regale einrichten. Okay, dann gucken wir jetzt mal ganz kurz. Was könnten wir denn jetzt hier hin machen? Einfach hier die ersten 4 Toilettenpapier-Dingens. Und in den anderen machen wir einfach, keine Ahnung, dieses Waschmittel hier. Frag ich jetzt, ich muss kurz gucken, ob das hier mit der Kasse so funktioniert. Wenn die jetzt hier, gehen die dann gerade weg? Oder was macht die denn? Bruder, die geht einfach gegen Strom. Hallo? Sie, hä? Okay, Digga, keine Ahnung. Aber grundsätzlich funktioniert es auf jeden Fall. Also ich muss schon sagen, der Laden läuft, Alter. Kann man nichts sagen. Ich weiß auch nicht, ob das sympathisch ist, wenn wir hier direkt am Eingang überall... Was sollen wir da hinstellen? Weil Dosen finde ich jetzt nicht unbedingt so sympathisch. Aber irgendwie sonst was? Vielleicht Alkohol? Ne, Spaß. Das ist jetzt auch nicht unbedingt sympathisch. Oh, wir sollen das vegane Zeug hier auffüllen. Stimmt. Das geht ja so ab. Wir haben immer noch fast zu wenig Mitarbeiter. Oh, ich gehe an die Kasse. Kein Ding, Leute. Kein Ding. Ihr könnt auch zu mir kommen.
Oder ich bin so viel langsamer als Lilly. So peinlich. Hä? Was für closed? Hallo, du hättest noch kaufen können. So, genau, geht mal alle nach Hause. Ich hab gut gearbeitet, Leute. Gut gearbeitet. So, ist jetzt ein YouTuber dabei? Mein Gott. Es kann doch nicht wahr sein. Wie kann schon wieder kein YouTuber dabei sein? Irgendwie, ich glaube, das funktioniert einfach irgendwie nicht. Wir gucken jetzt mal mit dem hier. Okay, die hier hat scheinbar schon ziemlich Erfahrung, weil sie hat schon 5 Jahre als stellvertretender Manager. Ist das eine... Ja, das ist doch eine sie. Auf jeden Fall beginnen wir mal mit dem Vorstellungsgespräch. Ist die gut in der Wiederbeschaffung? Oh, tatsächlich sehr gut, ja. Verkauf, okay, ziemlich scheiße. Kasse ist ja auch nicht schlecht, okay. Ich würde sagen, wir stellen die... Oh mein Gott, die will ja so viel Geld. Das, okay, das ist das beste Gehalt, das ich je bekommen habe, ja. Das spricht für meinen Laden, ne? Ich würde aber sagen... Alles klar, er ist einfach krank. Der Typ ist einfach krank, was ist mit dir? Wir könnten Lilly theoretisch auch mal einen Kurs schicken, um... Dann können wir hier das verbessern, ich glaube, das machen wir. Und dann kann diese hier direkt mal in die Kasse gehen, weil da ist sie eigentlich auch nicht, auch nicht schlecht, ja. Okay, das wird jetzt halt dann ein bisschen ein stressiger Tag, aber Lilly Dings will... neuen Gehalt. Okay, doch, kann ich verstehen. Die ist ja mittlerweile auch schon ziemlich gut. Beziehungsweise, doch, wir machen das jetzt mal kurz, sonst haut die dann ab. Können wir hier im Laden noch was machen? Erweitern. Ich will gerne noch einen Pausenraum, den Mitarbeiterraum, ein bisschen erweitern. Damit wir auch einen richtigen Pausenraum haben, weil das haben wir einfach aktuell nicht. Ich habe einfach nicht mehr genug Geld, um alle Verkäufe von gestern nachzubestellen. Krass, da muss ich das dann... Ja, was machen wir jetzt? Weil ein Darlehen holen ist jetzt auch nicht gerade das Schlauste, weil wir haben noch eins. Komm, wir nehmen ein kleines Darlehen von 5.000. Ja, danke. Ja, ich weiß, das ist jetzt kaum teuer für uns pro Tag und da können wir jetzt hier trotzdem noch ganz kurz die Verkäufe nachbestellen. Weil das ist halt wirklich wichtig, weil sonst können wir nicht mehr arbeiten in unserem Laden. Dann ist der kurz vor Bankrott. Oder wie sagt man dem? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht, Alter. Wir haben immer noch nicht überlegt, was hier vorne hinkommt. Aber das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben oder wir gucken mal in einem anderen Video darüber. Moin, nehmt die Pakete einfach wieder mit. Okay, das Lager ist schon wieder voll, toll. Aber wir können das halt jetzt gerade nicht verbessern. Ich will jetzt hier aber ganz kurz gucken, wie viel kostet dieser Pausen. Achso, der kostet fast nichts. Okay. Dann können wir eigentlich auch direkt noch die Kaffeemaschine hier kaufen, Alter. Ich weiß, jetzt muss ich das ja machen. Alter, ich bin hier noch am Bedienen, okay? Bruder, was hat der Typ? Hä? Die arbeitet einfach nicht mehr. Alles klar, Digga. Hä? Wieso? Sie hat einfach nicht mehr gearbeitet. Was soll das denn? Gott. Alter, lass mich durch. Alter, ich komme hier nicht durch. Bitte warten Sie. Oh. Ja, wahrscheinlich. Habt ihr diesen Balken gesehen? Oh mein Gott. Bruder, hier ist auch so ein Gedränge hier immer. Das müssen wir irgendwie auch umdenken, Alter. Wir haben auch nicht genügend Kassen. Die ist irgendwie langsamer als irgendwie sonst. Bruder, 3,19. Was soll das denn? Die arbeitet wieder nicht. Hä? Was ist mit dir? Hallo, arbeiten an Carol. Warte, habe ich hier. Warte mal ganz kurz. Habe ich hier. Warte mal ganz kurz. Alter. So, Kasse 1 an. Ah, ne, scheiße. Kasse 2 an Kasse 1, Alter. Bitte arbeiten Sie mal. Ich muss hier die ganze Arbeit machen. Das geht so nicht weiter, okay? So, okay, wir können jetzt hier noch unser geiles Toilettenpapier einräumen. Zumindest glaube ich so ein bisschen. Wir haben noch nicht alles ausgepackt. Aber dafür haben wir alle, wie sagen wir dem, anderen Putzzeugmittel für die Waschmaschine eingeräumt, ausgeräumt. Und jetzt wird es eingeräumt. So, gut, jetzt hat er auch noch eine Frage. Hey, was ist das denn? Bruder! Kasse, eigentlich gar keine Kasse, sondern ich, Chef, als an Kasse 1. Kannst du das nicht kurz übernehmen da, die Leute hier? Ja, danke. Okay, Digga, alle Dosen sind weg. Was hat man, Junge, es hat nie geheißen, dass man nicht mehr einkaufen kann in der Corona-Krise, ey. Und wieso haben eigentlich alle keine Masken an? Was ist das? Stell dir mal vor, die hat so ein Update gebracht, einfach so ein Corona-Update, da hat jetzt jeder eine Maske an. Also irgendwie wäre es funny gewesen. Auch schon wieder, Alter, das Fleisch geht, das graue Fleisch hier geht so nicht gut weg, das müssen wir irgendwie auch ein bisschen runterstellen, ja, hallo? Okay, da haben wieder ein paar eine Frage und wieder die Kasse. Ey, Bruder, Digga, Kasse 2 an Kasse 1, was ist das denn schon wieder? Wieso arbeiten sie schon wieder nicht? Das geht so nicht mehr weiter, okay? Bruder, sie müssen, hallo, was ist das denn? Ich weiß nicht, was mit denen los ist, Alter. Und haben alle eine Frage und es sind 10.000 Leute im Laden. Hallo, es dürfen nur 10 Leute rein. Oder, Alter, wir einfach mit 2 Kassen zu wenig haben. Scheiße, Mann. Ansturm. So halb überlebt. Wir sollten hier mal kurz noch im Lager, weil... Okay,
Dann halt nicht. So, ist jetzt vielleicht ein YouTuber dabei? Natürlich nicht, Alter. Ich muss schon richtig heulen, Alter. Oh, meine Augen. Ich sterbe hier gerade. Okay. So, wir bestellen mal noch die Verkäufe nach. Wie viel waren es? 6.000. Dann können wir das in der nächsten Folge auf jeden Fall direkt einräumen. So, Leute. Das war's mit dieser heutigen Folge. Heute war ein bisschen chaotisch. Wir haben wieder zwei Leute. Eine Leute. Alles klar, Digga. Jemand oder zwei Leute eingestellt. Ich weiß nicht so genau, weil ich weiß nicht mehr, was ich gestern gemacht habe. Aber auf jeden Fall, was ist mit dieser Folge King of Retail? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.